Das Museum Sigismondo Castromediano entstand im Jahr 1868, als der Otranto-Provinz ein spezifisches Suchkomitee ernannte, um die künstlerischen historischen Vorläufer des Salentos kennenzulernen. Sigismondo Castromediano wurde dann zum Vorstand ernannt, das danach seinen Namen trug. Ursprünglich lag das Museum im ersten Stock des ehemaligen Klosters der Celestina. 1979 wurde es an den heutigen Ort verlegt und es stellt den historischen, archäologischen und kulturellen Mittelpunkt des gesamten Salentos dar. Im ersten Stock des Museums gibt es die Abteilung der Frühgeschichte, wo die berühmten Venusfiguren von Parabita ausgestellt sind, das heißt kleine Statuen weiblicher Körper aus dem Jungpaläolithikum. Nach der Abteilung der Frühgeschichte gibt es das Antiquarium, das heißt einen kreisförmigen Raum, wo man Glaskästen und Reste antiker Inschriften auf Stein beobachten kann. Man kann auch eine Vasen- und aus hellenistischer Zeit stammenden Artefaktensammlung bewundern. In vielen Artefakten werden Kriegs-, Alltagsszenen und Szenen hellenistischer Mythologie dargestellt. Auf demselben Stock kann man die interessanten Keramiken des sogenannten Gnatia-Stil bewundern. Gnatia ist die dritte Region des alten Apuliens, die von Plinius und Horaz zitiert wurde. Im Erdgeschoss führt ein elliptischer Pfad zur Entdeckung der alten gepigischen Salento-Ursprünge. Hier werden die Beweisstücke ausgestellt, die die Beziehungen zwischen der ägäischen Welt und dem Salento seit der mykenischen und der Eisenzeit zwischen dem 10. und 8. Jahrhundert vor Christus beweisen. Im dritten Stock wurde 1979 eine Pinakothek eingerichtet, mit Gemälde, die aus der ganzen Provinz von der Schenkung in Panareses im Jahr 1952 und von der Sammlung des Gästehauses Palmieri stammte. Wichtig sind auch die Ausstellungen zeitgenössischer salentinischer Gemälde.